Sega. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, dieses Mal mit dem Spiel Sonic Generations. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe auf diesem Kanal auch schon Sonic Adventure 1 und 2 Let's Played. Ansonsten, ich bin gespannt, welche Momente wir hier sehen werden. Ist ja eine Art Sonic Best-of. Insbesondere aus den Spielen, die ich jetzt vor kurzem nachgeholt habe. Ich habe es übrigens auf, also die Sprachaufgabe ist auf Englisch. Ich denke, das ist okay, da die Untertitel weiter auf Deutsch sind. Ich werde mir nicht eine deutsche Synchro von Sonic anhören. Das wird nicht passieren. So viel dazu. Klappt schon mal gut mit dem Controller, aber kann ich das einstellen, dass der nicht vibriert? Wahrscheinlich nicht hier. Ich hab auch... Oh Gott. Gott, ist das schlecht. Ich hab mal auf einem Emulator das erste Sonic gespielt, wobei nicht durch, aber so die ersten Zonen. Ah, ich kann Spin Dash sogar schon. Das kam ja erst bis Sonic 2. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aus welchem Spiel genau die Fähigkeiten jetzt von Classic Sonic hier sind. Beim ersten konnte er auf jeden Fall kein Spin Dash. Jetzt wisst ihr auch, wo der Name herkommt. Oh Gott. Ich strebe hier übrigens keine Bestzeiten an, das wollte ich auch nochmal klarstellen. Ich strebe generell nie Bestzeiten an, auch nicht im Sonic-Spiel. Boah, das hätte nicht geklappt. Nice. Was? Man beschleunigt auf jeden Fall sehr schnell. Ja, ich habe hier keine Homing-Attack, das ist kacke. Das ist schon sehr convenient, wenn man die hat. Oh hey, S-Rang. Also das Ranking-System funktioniert, glaube ich, so, wenn man es schafft, ohne zu sterben, kriegt man auch einen Buchstaben höher, also dann kriegt man halt auch S. Ansonsten halt, je nachdem, wie schnell man ist und wie viele Ringe man hat. What's that? What's it doing?
Ah, okay. Hier ist die Hub-World. Ich spiele das Ganze mit einem Controller. Ich glaube, man kann es mit Tastatur spielen, aber ich glaube, bei dem Spiel ist das nicht so empfehlenswert. Deshalb habe ich mir noch einen Controller geholt. Welches Level ist das wohl? Nee, ganz echt, die Fragezeichen waren so unnötig. Warte, wie geht Turbo? Ach so, mit X. Oh Gott, Homing Attack. Ja, bitte. Also ich habe Videos von dem Level hier gesehen. Und wenn ich das so gesehen habe, ist Boost im Prinzip der Instant-Win-Button. Oh Gott. Aber sliden muss man trotzdem selber. Moment, was? Kann ich noch keine Saltos? Was ist, man in der Luft Saltos machen muss und dann Boost-Energie kriegt? Oh Gott, was? Okay, das wird schon mal kein S-Rang. Habe ich aber auch gerade echt nicht gesehen. Ah, ich muss den Stick drehen. Oh, das hat sogar noch funktioniert. Boah, ich muss... Ich darf den Controller nicht auf dem Tisch haben, weil sonst das Rumble vom Mikrofon aufgezeichnet wird. Also das wird sowas von ausgemacht bei der nächsten Aufnahme. Oh Gott, ich muss mich noch an den Controller gewöhnen. Ja, du kannst auch ein bisschen schneller machen. Boah, kannst du vielleicht... Was? Da war ein Abgrund. Ich sollte nicht so viel boosten, bis ich das Spiel nicht ein bisschen besser im Griff habe. Okay, ich glaube, hier ist es safe zu boosten. Boah, was? Ich find das ein bisschen ungünstig platziert. Wenn auf X halt der Sprint ist und auf B das Sliden. Ah, ich muss im Uhrzeigersinn auch noch den Stick drehen. Sag doch, dass du Sonderwünsche hast. Oh, das habe ich in Sonic Unleashed super gefunden. So, bitte nicht komplett scheiße. Ah, immer noch ein A. Kann ich mitleben. Boah, und das Kabel kommt an die Tastatur ran. Sonic, I thought I was dead, floating without a body in a black limbo. I'm gonna have nightmares for weeks. Is it me,
Or is that place we were just in awfully familiar? Not to me. But this place looks like something sucked all the life and color out of it. Totally strange. No stranger than rescuing genies and magic books or saving aliens in an interstellar amusement park. I'm more concerned about finding our friends. Hey, Sonic! I saw something over there in the distance. Like buildings, but they look weird. That might be a good place to check out. I'll be back soon. Wow, you weren't kidding when you said soon. I thought you already left. Okay, wer hat die Anspielung gesehen zu Sonic Colors und Sonic und die geheimen Ringe? Ah, okay, ich kann mit... Hallo, lässt mich weitermachen? Okay, komm, erst mit Classic Sonic. Hast du irgendwas zu sagen? Okay, ja, wusste ich schon. Akt 1 ist einfacher? Bin ich mal gespannt. Das ist Chemical Plant Zone, ne? Aus Sonic 2. Ich glaube, so weit habe ich auch noch Sonic 2 gespielt, aber... Oh yay! Ich glaube, die machen irgendwas, aber ich weiß nicht, was sie in diesem Spiel tun. Ich glaube, irgendwas schaltet man damit frei. Oh Gott, was? Darf ich das Zeug anfassen, oder ist das böse? Boah. Bitte nicht. Aua. Warte. Noch die Schuhe. Noch ein roter Sternenring. Ich sehe die Ausschläge, wenn ich irgendwo drankomme mit dem Controller, aber nichts, was ich da machen kann. Oh Gott, was? Oh nein. Das Ende von Sonic Adventure 2 hat mich in dieser Beziehung schon traumatisiert. Da war ein roter Sternenring, aber... Oh hey, weniger als 2 Minuten. S-Rang? Ja. Ah, richtig hinsetzen. Ah, okay, ich bekomme dann Bonussachen. Irgendwie haben sich die Kombos gerade von selber gemacht. Aber okay. Ich brauche Ringe. Und ich bin gerade ungünstig gelandet, muss ich behaupten. Das wäre in Sonic Adventure 2 sowas von schief gegangen.
Stimmt, auf Wasser laufen kann ich auch, ne? Aber nur, wenn ich schnell genug bin. Danke, Omo Schau. Warte, kann ich? Man kann irgendwie auch so einen Walljump. Ach so, ich kann. Alles klar, alles klar.